Sie machen fast alles selbst. Oma Rita und Enkel Tim das Gemüse, Tochter Christine die Zimmer, Gatte Jörg die Speisen. Dazu kommen Brot und Marmeladen. Im Hohenlohr in Battenhausen heißt das Motto auch, mach Tolles und schreib drüber. So landet auch ein Gewinnspiel auf der eigenen Facebook-Seite. Frauen-WM, richtig getippt, ein Schnaps. Bringt das neue Gäste? Neuen Gast kann man schlecht messen, aber es ist auf jeden Fall eine Gastbindung. Ist was Neues da, egal ob nun frisches Brot oder die Wildschwein-Enchilada, wird ein Foto gemacht und schwupps ist es in der großen weiten Welt. Auch der Stollen ist ein Hingucker. Heike und sechs anderen gefällt das. Also die meisten klicken einfach nur. Klar, das meiste ist ganz kurz, aber es sind auch immer nette Kommentare dabei. Das sieht lecker aus. Komme auch wieder. Schließlich isst das Auge mit. Tschüss! Ja, mit der Zeit gehen in Battenhausen. Aktuelles aus der Grimmheimat Nordhessen, schöne Bilder, Veranstaltungen aus der Region, das alles landet auf Twitter, Instagram und der märchenhaften Facebook-Seite. Die Nutzer kommentieren und steuern eigene Bilder bei. Die Touristiker der Grimmheimat haben extra eine Agentur beauftragt, obwohl man das doch alles auch selbst machen könnte, oder nicht? Jein, würde ich mal sagen. Also das bisschen Facebook ist dann doch eine Expertise, haben wir dann festgestellt. Und Social Media ist im Bereich Online-Marketing ganz, ganz wichtig. Und deswegen war es uns wichtig, da einfach eine Agentur mit ins Boot zu nehmen, die da sich wirklich auskennt und uns auch wirklich gut berät und mit uns zusammen auch diese Strategie eben entwickelt hat. Also wir wollen auf der einen Seite die regionalen Anwohner als Multiplikatoren gewinnen, damit die Werbung für ihre Region machen, auf der einen Seite. Und als zweites die Veröffentlichung von Veranstaltungen im Land von Rotkäppchen, Wolf und Frau Holle. Veröffentlichung von Veranstaltungen im Land von Wein, Rhein und Gesang geht Wiesbaden einen anderen Weg. Man abonniert einen Kalender mit was, wann, wo und hat ihn dann immer und regelmäßig verfügbar. Mit wenigen Klicks ist man bei seinem Interessengebiet und das ist auch einigermaßen sicher. Ich hinterlasse keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, kein gar nichts, sondern man ist komplett anonym und das schätzen die Fans auch. Viele schätzen allerdings auch den guten alten Kalender. Der bleibt bestimmt noch ein Weilchen erhalten, auch wenn die Zukunft wahrscheinlich auf der Festplatte liegt, zu Hause oder mobil. Der ist bei mir sofort installiert worden und funktioniert und es ist ein absoluter Mehrwert.